Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Silvester und ich werde jetzt schnell die Pappteller noch besorgen, die ich vergessen habe für unser Buffet. Ja, wir haben jetzt 10:45. Der Tag startet ja eigentlich ganz gut. Dirk ist auch schon zu Hause. Der ist in der Reinigungszelle oben. Der hatte nicht so einen spektakulär langen Arbeitstag. Aber ich fahre jetzt erstmal schnell zum Rossmann. Also ich sag dir, was draußen los ist, ne? Wahnsinn. Also, boah, das ist ja einfach unnormal, wenn irgendwo mal ein Tag frei ist. Komm, Saal auszulöschen. So, schnell Kaffee machen. Der Jute scheint immer noch in der Wanne zu sitzen. Also das war jetzt gefühlt so, schnips, war ich mal kurz weg und bin wieder da. Okay, Video dauert noch ein bisschen. Die Große ist immer noch im Bett. Kind müsste man sein, Kind müsste man sein. Ich habe einen steifen Nacken. Ich habe mich irgendwie verlegen oder was weiß ich, was ich gemacht habe. Mir tut auf jeden Fall der Nacken weh. Ich muss noch mal gucken. Ob der immer noch in der Feuchtzone hängt. Tatsächlich. Man hat mal gerade so draußen geknallt. Da hat wieder einer einen China-Böller oder so. Junge, ich bin hier gehüpft, ich hab mir doch mein Auto explodiert. Alter! Weißt du, wie cool der aussah? Ich kam gerade gefahren. Ja. Die Kim war auch ihr Auto da am Parken. Ja. Und neben dem Auto, wie so ein weißer Blitz so. Pam! Tatsächlich? Ja! Unser Nachbar kam auch direkt auf den Balkon. Toll! Yes. Ja! Okay! Und hat geguckt, was war es. Ich hab mir gerade das Auge gespritzt. Ja! Warte, die Fenster noch zumachen. Sonst kommen wir nämlich in den Eisschrank zurück. Wir werden jetzt zum KFC fahren. Wie wir das auch letztes Jahr an Silvester gemacht haben. Alle zusammen. Aber ich muss erst noch... Man sitzt im Kofferraum. So, jetzt wird sich erst mal wieder gestritten, wo wer sitzt. Ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße. Egal, ich wäre in der Mitte eh viel mehr Platz. Haha, Mama. Ja, klar, Junge. So geht dein Sitz nicht nach vorne, Mama. Ha? Welcher Sitz? Ja, der. Ich bin Jana. Warte, ich klapp das so zusammen. Wie zum Umklappen, um da einzusteigen? Ja. Hallo, du sollst doch nicht den Sitz so umklappen. Oh, hab ich auch eigentlich nicht gemacht. Ja, aber wer hat den denn? Nein, ich hab den wieder zurückgemacht. Alina hat den gerade von da hinten aus. Ah, du musst an dem Ding da oben. Hier oben, neben der. Ah, that's crazy. Da kannst du den bis nach vorne. So, wie gehen die hoch? Keine Ahnung. Wie die hochgehen? Ziehen. Ja. Ist das eine komplizierte Scheiße hier. Baum, Baum, Baum. Hallo, Bruder, nimmst du alle mit? Ja, ja. Alle? Geht das so mit dem Sitz von Ron? Nimmst du die auch alle mit rein? Nee, ne? Doch, klar, die wollen auch. Mal. Die sollen mitessen. Die Nahrungskette. Echt? Alle mit rein? Sehen, ja. Mitessen, mitessen. Hast du abgeschlossen? Keine Ahnung, ich hab's ja nicht mit rausgenommen. Ich die Kamera suchen. Der Mann. Boah, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du die Heizung anmachen und richtig fett. Dann suche ich mich gleich erstmal wieder in eine Wanne legen. Wolltest du doch eh. Ich halte die jetzt nicht. Sag mal, hast du hier deinen Kopf oder was? Der Oberschenkel bietet sich ganz gut dafür an. Du hast gleich auch einen Oberschenkel, aber Hals hoch. Nee, da sitzen nur drei Leute drin. Nur drei Leute. Das war aber letztes Jahr. Oh, Barty, ich kann die ja auch in meine Tasche tun. Du bezahlst, ne? Ja, wie immer, ne? Was? Du musst den erstmal schieben. Ja. Nimm nur eine mit, Schatzi, nicht alle. Komm, ich tu die bei mir in die Handtasche rein, mein Schatz. Das ist von Damien. Kaputtes Auto. Oh, ist ein kaputtes Auto, Schatz. Ah, ja, der ist bestimmt wogegen gefahren. Schlüssel. In meine Jackentasche. Kommt ihr mal. KFC, KFC. Du sagst KFC. Ja, ist doch ein K, ein C. KFC. KFC. Man kann auch Kölner Fußballclub so sagen, ne? Du bist richtig deutsch. Oh mein Gott. Ja, wie sagst du denn dazu? KFC. Kentucky Fried Chicken. Ich kann die da auch bei mir in die Tasche tun. Turn around. Wir gehen jetzt uns lecker KFC schon mal vorfuttern. Ja, ich weiß ja noch nicht, ob der ganz fertig ist. Ja, hol doch mal die Sache. Du musst so machen.
Nee, gut, da kannst du deine Finger. Nein, so. Nein, an der Augenbraue, so. Komplett nicht nur so. Also, ich hab's. Ja. Wieder drei Raps. Ich habe auch einen Wrap. Den Girlie Pommes. Weil ich hatte die sind bei dem Menü dabei. Da liegen die gehören uns. Nein, eine Pommes fehlt noch. Die bringt er gleich zum Tisch, hat er gesagt. Wo ist mein Schuh an? Nadine, hast du hast von der Gesellschaft mein Ketchup gegeben. Wir haben doch jede Menge Jungs. Das essen wir immer bei Essen. Ja. Das ist richtig leer. Ich hab ihn reingefahren. Da steht Martina, da drin. Martina, kommst du? Ich muss zeigen, wie mein Süßer in der Garage steht. Ja, Martina. Ja, aber ich muss ja auch ein bisschen schiefer machen, damit ich da aussteigen kann. Da wäre der Dirk ja gar nicht rausgekommen. Martina, ich fahre jeden Tag meinen LKW in so ein Ding rein. Du wärst da aber gar nicht rausgekommen aus meinem Auto. Der passt richtig gut. Habe ich jetzt eigentlich die Garagentür schon gemacht? Ja, ist ja gut, meine Aufsicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Garagentür zugemacht habe. Doch, habe ich. Ah, jetzt ist es. So, dann zieh aus. Die Vorbereitungen laufen. Ich mache jetzt als erstes, dass die Frikadellenkugeln, die kleinen, schon mal zubereitet sind. Dann, ja. Wie viel haben wir jetzt? Viertel nach sechs? Denke ich mal. Noch die kleinen Käsetröpfchenspieße. Und natürlich den Grießbrei oder Grießpudding. Ein Vanillepudding. Und dann noch ein bisschen Obstschnibbel. Die kleinen Baguettebrötchen aufbacken. Also ich habe mir. Ach ja, die Schinkenröllchen mit Spargel. Das kann ja gleich auch der Dirk machen. Der ist noch ein klein bisschen am Chillen, weil der war ja auch heute Morgen arbeiten. Von daher darf er sich schon ausruhen. Und dann beginne ich hinten den Tisch anzurichten. Ach, was ich wieder alles. Ich richte ein Buffet an, echt, als wenn wer weiß, was alles zu Gast kommt. Ich kriege mir manchmal. Ich meine einfach immer zu gut. Ich denke immer zu großzügig. Ja. 35 Hackfleischkügelchen. So, der erste Streich ist geschafft. Der nächste Streich wird sein Grießbrei. Habe ich noch nicht selber gemacht. Will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Hat mich inspiriert, als ich an dem Paket vorbeiging. Ich bin noch. Machst du Grießbrei? Ich habe den Meisterkoch der AIDA in meiner Küche stehen. Der kann was ganz Spezielles. Das habe ich noch nie gesehen. Echt? Da. Was, so eine Seltenheit. Mit welcher Liebe und Anmut. Mhm. Er ist zubereitet. Mhm. Und ich habe hier Rätsel. Die ist okay, voll allein. Ja. Ich habe hier ein Rätsel, wie ich am besten das mit dem Grießbrei alles mache. So, jetzt kommen aber erst einmal. Ach komm, stellen wir dich mal dahin. So, ne? Da kannst du die zwei Profiköche hier hantieren sehen. So, dann steht da drauf. Zwei Esslöffel Zucker. Wie tun wir das, ne? Müssen demnach 40 Gramm Zucker sein. Ah, Zitronenschalen. Ich habe aber hier so was Tolles. Da ist nämlich schon fertig abgeriebene Zitronenschale drin. Oh! Habe ich wohl ein bisschen falsch eingerissen. Soll ich denn da mit meinem Löffel reinkommen? Okay, tun wir mal ein bisschen. Warte mal ein bisschen. Dann kann ich den Rest auch wieder besser zusammenfalten. Wenn du mich mal zusammenfaltest? Ja. Mein Auto sieht richtig gut aus in der Garage. Fühlt sich zwar was eingeengt, aber. Du hast es echt drauf, den da reinzufahren. Ich weiß nur nicht, warum du die ganze Zeit, also die halbe Stunde, wo du jetzt da reingefahren hast, warum du gelenkt hast die ganze Zeit immer. Hin, her, hin. Ja, du standst da vorne, hast du gemacht. Nein, so. Ja, zum Schluss.
Also als ich dann bist du spielst reingefahren und dann, wenn du innen drin bist, legst du ja rum und stehst an der Wand. Aber ich hab vergessen. Was? Ich hab vergessen, du bist eine Frau. Du bist echt unverschämt. Mhm. Eine Brise Salz kommt da noch rein. Ich wollte jetzt keine Frauen hier diskriminieren, um Gottes Willen, die hatte echt geil eingepackt, das Ding. Kann sowieso gut Auto fahren. Deswegen, ich möchte ja gerne einen LKW-Führerschein haben. Nicht? Dann können wir zusammenarbeiten. Ha? Ha? In einem LKW aber nicht, ne? Nö, nö. Oder du ziehst keine Schuhe aus? Nee. So, ich muss nachdenken, ich habe das noch nicht gemacht. Das war schon immer deine Stärke. Was, nachdenken? Hm. So. Tatsächlich, das ist jetzt kein Spaß. Das ist deine Stärke. Hä? Ich bin gerade am Nachdenken. So, das muss steif schlagen. Aber nicht, wenn die Kamera an ist. Und das andere muss ich... Oh, Kacke. Das Eigelb... Das muss ja mit 2 Esslöffel Milch verrührt werden. Dann klauen wir uns hier raus. Das habe ich nämlich auch da irgendwo gelesen. Hm. Oh, nehmen wir noch ein bisschen. So. Hm. Das machen wir gleich. Aber Hauptsache, ich habe die Milch. Ah. Und die muss ich jetzt an das Kochen bringen. Das Ei muss steif geschlagen werden. Was war das schon alles? Ja, das war's noch. Also, ich habe auf jeden Fall gerade schnell das Eiweiß steif geschlagen. Soll ich erstmal eine lassen? Und er hat mich währenddessen beim Steifschlagen mit einem Spargelröllchen, wie sagt man, Schinkenröllchen? Spargelröllchen. Schinkenspargelröllchen. Spargelröllchen, fertig. Soll ich hier reinstellen? Wenn du was reicht mir erstmal, ich kann ja welche nachmachen, oder? Bibi? Ach, hast du jetzt 2 Pakete Schinken genommen? Ja. So. Weil. Wann kommt denn das jetzt zuerst da rein? Evens muss die Milch kochen. Dann. Hast du Spicker für die Käsedinger hier? Hab doch, hab. Ja. Okay. Oh, das lieb, dass du das für mich erledigst. Ja. 4 Hände gehen doch besser. Ja, wir haben ja auch die Käse da. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Da ist jetzt nur Zitronenabrieb drin. Aber ich meine, Grießbrei, der schmeckt ja sowieso eigentlich immer noch nichts, ne? Also nach Grießbrei eben. Aber nicht so nach Vanille oder Schokolade oder so. Egal. Erst mach ich das und gleich versuche ich echt einen Pudding zu machen. So mit Eigelb und so. Ja? Mhm. Wer bist du denn? Darf ich noch mal wiederziehen? Ja. Jetzt kommst du nämlich wieder. Ich hab dazu noch Kopfschmerzen. Das ist vom Gammeln. Ja, selten. Dann lass es doch mal sein. Ach, ich wollte ja auch reichen. Oha, Mama, die Köche sind sich bei der Zubereitung. Mama, guck mal. Wie der? Ja. Musst du 10 nehmen, oder? Mhm. 7,5. Ich habe gerade eben 5 und gar nichts. Okay, dann schön. So. Ich warte nämlich, dass die Milch jetzt am Hochkochen ist. Dann war das Eiweiß glatt genommen. Also bei mir ist es mich echt immer schwer, nach Anweisungen zu kochen, ne? Ja. Ich hantiere lieber immer selber. Mama, kann ich meine Torte? Ich hantiere lieber immer selber. Was Mama, möchtest? Ich mach meine Torte. Mama, hm? Ich mach meine Torte. Darf Ball. Der jetzt schon? Ich mach meine Torte. Wenn du mich jetzt schon vor 0 Uhr wahnsinnig streitest, ne? Frisst du die rückwärts. Und wenn deine jetzt gleich kaputt ist, hast du leider keine Torte. Jana. Ja, zum süßes Lachen. Aber also, zum Kochen bringen. Unterrühren den Grieß da rein. Ja, komm her. Ja, willst du noch nicht am Kochen? Hm. Und nicht so laut. Wie willst du denn mit einer Tröte leise tröten? Ich hab's extra schon runtergenommen, ne? Ich hab's unterm Auge.
Ja, ich schwöre mir das auch. Runter, über dem Auge. Werde mir gleich die Haare aufmachen. Vielleicht lasse ich den Pullover an. Vielleicht klebe ich mir Lashes auf die Augenbrauen. Wer weiß. Das sieht mir so aus, als würde das jetzt langsam kommen. So, das mal hier runternehmen, weil wenn Milch anfängt zu kochen, kann das schon mal ein böses Erwachen haben. Leute. Ich bin also gespannt, was das hier passiert. Oh, das sieht der Bombe aus. Wenn der nochmal alles hier untergehoben ist und klümpchenfrei ist. Sieht geil aus. Ja? Mhm. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Grießbrei. Das ist einfach dieser Grießpudding, den du dir auch kaufen kannst. Natürlich, gibt's auch als Joghurt. Was auch das heißt. Gibt's auch als Landliebe-Joghurt. Boah. Ist das lecker? Boah. Schieß immer hier so durch. Und dann in den Käse rein und dann so hinstellen. Das ist ja echt nicht verkehrt, die Kacke. Kann ich ein bisschen? Was sagen? Hä? Ich muss ein bisschen Grießbrei haben. Liebe Grießbrei abgöttisch. Mama, bitte. Kleines bisschen, ja? Ja, also, ja, die Schale ist ein bisschen zu bombastisch, aber du hast gesagt, ein klein bisschen. Das ist schon der dritte Löffel. Ich möchte aber nicht, dass der Löffel da drin ausharrt. Ich esse aber ganz kurz, bevor ich euch weiter. Ja. Der Tropfensalat habe ich ja komplett vergessen, Alter. Nee, ja, der steht schon in. Ah, und jetzt mache ich nämlich den Vanillepudding. Warum gönnt ihr euch nicht noch schon ein Gläschen, was ihr trinken wollt? Beim Kochen. Schon eins. Ja, macht euch noch eins fertig. Aber ich nicht. Aus Glasgläsern. Hat er so viel Puderzucker? Die so ein bisschen frei angestellt wird. Ich muss mal nicht drüber nachdenken, ob das süß wird. Kuscheln. Jetzt für den Vanillepudding, den ich selber mache, ist ein Liter Milch am Kochen mit jede Menge Bourbon-Vanille. Also ich nehme immer hier so fertig aus dem Tütchen. Da ist nur Vanille drin. Kein Zucker, kein gar nichts. Dann habe ich mit 6 Eigelb den Puderzucker schön aufgeschlagen, alles vermischt und dann Speisestärke reingetan. Welches der Dirk gleich unter ständigem Rühren dann bei Martina in den Kopf? Nein, ich mache ständiges Rühren und du scheffelst mir das da raus. Und so sieht das dann aus, wenn du Speisestärke hier. 0 Uhr. Was glänzt denn in deinen Augen so? Dann haben wir einen neuen Tag. Bist du geschminkt? Um 0 Uhr haben wir einen neuen Tag. Da brauchst du nicht mehr schlafen. Dann haben wir ein ganzes neues Jahr. Doch, natürlich, dann haben wir wieder in der Nacht. Schlafen. Spielst du dann Fortnite? Ja, die ganze Nacht. Ja, genau. Mach mal, riech bitte an der Wimperntische. Nee. Hör mal auf. Was ist das denn für dich dickflüssiger? Ich muss die Kamera mal abdrehen. Scheiße, ich glaube, der Topf ist zu klein. Komm, 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 Oh. Ja, in einem größeren Topf wäre besser gewesen. Bist du okay? Ich besser doch nur einen halben Liter. Ich bin beide beruhigt. Ich bin gut beruhigt. Das war ein. Hier rüchelt ein bisschen nach Vanille. Ja, wir haben da auch ausgiebig Vanille reingetan. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber egal. Der ist ja gar nicht hell, der ist einfach nur dunkel, voller Vanillepulver. Also. Ja, viel zu viel. Weil das soll ja auch nach Vanille schmecken, ne, Kollege? Wow, Regina! Sag mal her, Schatz! Stößchen! Der hat mir in die Hose runtergezogen. Regina! So, sag schon. Weg! Boah, du stinkst! Ich? Ja. Was? Ja, Kaka. Ist der bescheuert, oder was? Ja. Nur weil ich mit ihm jetzt gespielt habe.
So, jetzt. Hallo? Das war das ist was gemacht. Und das um 20:04 Uhr. Was? Ah, die haben ja alles schon schön hier hinten. Was, wart ihr schon fertig mit den Luftschlangen? Ich kann noch weiter. Das lag hier so. Ja, aber du musst aufpassen. Immer einzeln möchte ich die bitte haben, nicht doppelt. Ja. Möchte ich die bitte haben. Ja. Entschuldigen, dass wir uns komplett daneben benehmen in deinem Haus. Nein, ist schon okay. Aber ich weiß, manchmal bin ich... Dürfen wir denn hier weiterbleiben? Das wäre super. Mach das fein. Du kriegst gleich von mir fein, kriegst du richtig mal schön vom Party. So ist unser Buffet. Und jetzt geht die Mama sich ein bisschen... Jetzt geht die Mama erst richten. Mal eine halbe Stunde in die Wanne. Was machst du jetzt? Mich richten. So, dann jammer hier. Hier haben wir jetzt Mamas Kartoffelsalat, Kräuterbutter, Frikadellen, aufgebackene Brötchen, hier Pfirsiche, Himbeeren, Grießbrei und Vanillepudding. Was? Mal weiter. So, meine lieben Leute, noch 2 Minuten und es ist 0 Uhr. Und dann haben wir den Jahreswechsel. Naja, auf der einen Uhr sieht es schon aus wie, aber auf der hier. So, Countdown läuft. Halleluja, ist wirklich kalt. Für eure Information, im Wohnzimmer läuft der Fernseher mit Musik, alle Rollos sind runter, ich habe die Esszimmertüre zu und die beiden Hunde liegen ruhig auf der Decke. So, noch 40 Sekunden, aber... Ich hab Fangenspinde. Ich brauch ein Pferd. Oh, ich dachte, da fliegt ein Ball, aber das ist das Glitzer, hab ich im Auge gesehen. So. So, 30 Sekunden. Ja, hast du? Was? Ein... Ich hab jetzt gleich ein Feuerzeug. Leute. Die haben alle schon ein bisschen... Wir machen es aber ganz genau. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ein frohes neues Jahr 2020. So, jetzt gehe ich raus, mal gucken, was da los ist. Frohes neues Jahr an euch alle. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.